willkommen zurück bei Panda Power. Ja, ich schaff's mal wieder ein neues Video aufzunehmen. Wundert euch nicht, ich habe dasselbe an wie im selben Video. Es ist nicht derselbe Tag, es sind dieselben Klamotten, aber ja, ich trage Sachen auch zweimal. Auf jeden Fall, der Grund, warum ich jetzt tatsächlich ein Video, ein ungeplantes sogar aufnehme, ist, ich war vorhin mit meiner Mama beim, ja, Shoppen kann man es nicht nennen, aber auf jeden Fall einkaufen. Und wir waren da in einem relativ coolen Laden, der heißt Pago, ja, ich glaube schon. Ist so ein Schreibwaren-Krimskrams-Laden eigentlich und ich war überrascht, weil es da doch relativ viel gab an Art Supplies, Künstlerzeug und Farben und es ist verwunderlich, weil ich habe eigentlich gar nicht so viel gekauft. Aber ich meine, schaut euch das mal kurz an. Einen Moment. Das da. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Das ist wirklich nicht viel. 66 Euro. Das ist nicht witzig. Auf jeden Fall ist da jetzt doch einiges dabei, was ich euch ganz gern zeigen würde, weil ich selber noch gar nicht weiß, wie das ist und wie das funktioniert und ob es gut ist oder nicht. Und deswegen probiere ich das jetzt mit euch aus. Also viel Spaß. So, also gut, da bin ich wieder. Das erste, was ich mir geholt habe, war dieser wunderbare Stift hier. Der ist von Feixon. Feixon Ball steht drauf. Ich sehe jetzt gar nicht richtig, der ist fokussiert gerade nicht wirklich. Hier auf dem Stift. Na, egal. Auf jeden Fall ist der ganz cool, weil man denkt irgendwie ständig, man müsste hier hinten drauf drücken. Man muss aber tatsächlich hier das runter drücken, damit der mal aufgeht. Und es ist so ein, ja, so ein Tintenrollstift und ich fand den echt schön. Also ich habe auch den lilanen genommen, den gab es noch in schwarz, rot, alles mögliche. Und auf jeden Fall von der Handhabung ist der echt gut. Und mit diesem wunderbaren Ding hier kann man das auch ganz easy wieder wegradieren, als wäre es einfach so ein Bleistift. Es bleibt zwar ein bisschen was übrig, man sieht es auf dem Video jetzt nicht ganz so gut, aber ja, es bleibt was übrig. Aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr gut. Und er kommt sogar aus Japan, sehe ich gerade. Hier, Japan. Seht ihr das? Moment. Ja, ein japanischer Stift, voll cool. Also ich bin voll der Fan davon. Es wäre schön, wenn man den noch nachfüllen könnte. Es stand jetzt nichts dabei. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwie, ja, dass der nachfüllbar ist. Aber trotzdem, finde ich sehr, sehr gut. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel er gekostet hat. Nach 66 Euro Einkaufswert wollte ich dann doch nicht mehr so viel auf den Preis schauen. Egal. Genug davon. Das nächste, was ich gekauft habe, sind ganz, ganz viele Washi-Tapes. Das hier war natürlich als Dreierpack ein bisschen teurer, aber von denen hier hat jedes 1,99 gekostet und ich fand die so cool, also mit Noten. Und ich bin zurzeit, ich bin echt, also ja, mit Metallic noch, es ist einfach, also meine Washi-Tape-Seite. Ihr könnt es euch ja mal anschauen. Ich habe ganz, ganz viele geschenkt bekommen von meiner besten Freundin und dann vor ein paar Wochen in der Schule habe ich noch welche geschenkt bekommen von jemandem in meiner Berufsschule. Und ja, es häuft sich. Also es ist schon fast schade, dass ich gar nicht mehr so viel, also was heißt gar nicht mehr so viel, dass ich gar nicht so viel dazu komme, damit zu arbeiten, weil ich jetzt so viele schöne habe. Aber die gefallen mir auf jeden Fall echt gut. Also ich kann ja mal aufmachen, ausprobieren, ob die auch wirklich gut sind. Wo geht denn das auf? Hier. Also die Marke ist bei allen Folia Hot Foil Washi Tape, Klebeband aus Reispapier. Aus Reispapier, cool. Ich hoffe, ich mache das jetzt gerade richtig auf. Muss ich das überhaupt wegmachen? Ja, schon. Toll. Das alles an mir. Ist das doof? Also aufmachen ist allerdings nicht so geil bei denen. So. Und dann hier. Oh. Sau blöd verpackt. Gut, geschafft.
Und da ist auch schon der Anfang. Hallo? Hallo? So. Ah, ich weiß, eigentlich schneidet man es ab, aber hey. Tada! Tada! Voll schön mit dem Metallic-Effekt. Ich finde die jetzt schon geil. Okay. So viel zu den Washi-Tapes. Das nächste, was ich mir geholt habe, dann waren diese hier. Die waren auch die teuersten mitunter. Die haben 16,99 € oder so gekostet. Aqua Paint Marker. Also es steht hinten drauf. Künstlerstift mit elastischer Pinselspitze für schnelles und spontanes Malen von freien Linien bis hin zu großen Farbflächen. Ob die Farbflächen so groß werden, wage ich im Moment noch zu bezweifeln, aber naja. Das ideale Malwerkzeug für zeitgemäßes Skizzen, Skizzieren und Kolorieren, Kalligrafie, Illustrationen und Grafikdesign im Wasserfarbenstil. Okay. Brillante Künstlerfarbe mit dem typischen Charakter fließender Wasserfarbe. Okay. Konzentrierte, transparente Farbstofftinte auf Wasserbasis wieder anlösbar und somit wasservermalbar auf Aquarellpapier. Ich habe extra Aquarellpapier genommen, eins von meinen guten Papieren, ja. Zum Schutz der Farben fertige Werke in einer Mappe aufbewahren. Ja, okay, das lässt sich einrichten. Dann schauen wir doch mal, wie die so aussehen. Oh, ja, okay. Ich habe die mir irgendwie vom Design her schlanker vorgestellt. Ich weiß auch nicht. Tja, naja, also die Farbpalette begrenzt sich jetzt auf ein paar Farben, wie man sieht. Ich fange mal an mit Blau. Muss man das vorher schütteln oder so? Steht jetzt nicht drauf. Kobaltblau. Also es sieht von der Spitze aus wie ein ganz normaler Marker. Es fokussiert mich nicht. Hallo? Genau, also ihr seht, es ist relativ normaler Marker. Schauen wir doch mal. Okay. Also es fühlt sich, die Farben sind schön. Also ich finde die Farben richtig schön. Man kann tatsächlich sehr, sehr dünne Linien machen. Und aber auch ziemlich dicke. Oh nice. Oh ja. Oh ja, okay. Also die sind echt schön. Und was sie gesagt haben mit Kalligrafie, schreibe ich denn jetzt hin? Das fokussiert schon wieder nicht mehr. Schreiben wir mal einfach Aqua. Oh ja, die sind schön. Die sind richtig schön. Die gefallen mir echt gut. Jetzt schauen wir mal, ob das gestimmt hat mit dem Wasservermalbar. Ich habe zufällig nämlich gerade Wasser dastehen und natürlich auch meinen Wasserpinsel. Oh ja. Ach, Tatsache, krass. Das löst sich tatsächlich auf wie Aquarellfarbe. Wahnsinn. Oha. Ja, krass. Damit kann man halt echt voll die guten Effekte machen. Dann zum Beispiel hier dann zum Thema Aqua, ne? Einfach mal so ein paar... Alter, ja, nice. Okay. Ja, doch. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr schön. Oh Leute, guckt euch das an, was man damit machen kann. Sowas wollte ich schon immer mal machen und jetzt geht es voll easy mit denen. Ja, also die überzeugen mich auf jeden Fall. Also die Farbe ist richtig schön. Richtig, richtig schön. Vom Gefühl her damit zu malen ist auch richtig, richtig gut. Also 16,99 € dafür auf jeden Fall. Also wirklich auf jeden Fall, Leute. Die sind richtig, richtig gut. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich war skeptisch, aber boah, das macht Spaß mit denen. Das macht richtig Spaß. Weil die lassen sich saugut vermalen auch, wie ihr ja sehen könnt. Oh, schön. Ja, die machen Spaß, auf jeden Fall. Gut, genug davon. Genug Faszination von diesen Stiften. Falls ihr euch die selber holen wollt und selber ausprobieren wollt, die Marke ist Goya. Aquapaint Marker.
Oder heißt die Firma Kreuel? Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, Made in Germany bei C. Kreuel GmbH am KKG hier. Genau. Also die sind echt richtig gut. Hätte ich nicht erwartet. Okay, next one. Was ich mir auch gekauft habe, waren solche kleinen Pinselchen hier. Und diese Aqua Spray Paints. Und in drei verschiedenen Farben habe ich mir die geholt. Nämlich in Blau, in Lila, meiner Lieblingsfarbe, und in Gelb. Weil ich glaube, mit den dreien kann man am besten was machen. Und da steht jetzt hinten drauf, das ist nicht meine Sprache. Da steht hinten drauf, brillantes Acrylspray auf Wasserbasis, ideal zum Schablonieren für Hintergründe und zur Einbindung in Mixed-Media-Projekte auf porösen Oberflächen wie Leinwand, Papier, Holz. Die leuchtenden Farbtöne sind untereinander mischbar, wasserverdünnbar, schnell trocknend, lichtecht, wasserfest, vor Gebrauch gut schütteln. Okay, dann schütteln wir mal alle gut. Okay, man sieht schon, es wird jetzt hier oben so ein bisschen schaumig. Ich habe keine Ahnung, wie weit die sprühen. Ich probiere es jetzt einfach mal von ein bisschen Entfernung. Ja, nice. Ah, okay, es verläuft. Das ist wahrscheinlich schon darauf ausgelegt, dass man von ein bisschen weiterer Entfernung sprüht. Aber wasserverdünnbar hieß es. Ups, jetzt ist da noch das Rot drin. Ja, man kann damit dann malen, wie wenn man Wasserfarben hätte. Schön, ja, doch, gefällt mir. Und sie trocknen relativ schnell, aber. Also da kann man nicht ewig in der Farbe rumdatzeln, die trocknen tatsächlich relativ schnell. Aber machen einen schönen Spray-Dings natürlich, was ja auch eigentlich der Sinn der Sache ist. Genau, jetzt müsste ich das eigentlich fast kurz abtupfen. Ja, das hat jetzt eine interessante Formel. Ich habe nämlich noch solche wunderbaren Schablonen gekauft, durch die kam ich nämlich erst auf diese Spray Paints. Und die hier, ihr seht das jetzt gerade gar nicht so gut, ich muss mal die Kamera ein Stückchen anheben. Genau so. Die sind von Art Stencil, von Marabu. Genau, und da steht auch hinten mit drauf, effektvolles Schablonieren auf Papier, Keilrahmen, bla bla bla, ja, Art Journaling, Scrapbooking, Kartengestaltung, also man kann eigentlich alles damit machen, Hauptsache man schabloniert. Und hier sind auch sogar so ein bisschen Ideen gegeben, so einen Roller hätte es auch gegeben, aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Spray Paint habe ich, ist sogar genau dieses hier, ist ja auch von derselben Marke, sehe ich gerade. Und eben diese Pinselchen. So, dann packen wir den Spaß mal aus. Bin ja mal gespannt. Hallo? Okay. Ich hab's falsch rum ausgepackt, oder? Nein. Hey, warum gehört das denn? Da haben wir die Schablone. Jetzt schauen wir doch mal, wie gut das funktioniert. Probieren mal die Sternchen aus. Nehmen wir mal gelbe Sterne. Und ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Wahrscheinlich sollte man eigentlich noch ein bisschen warten. Aber probier es jetzt mal so. Cool. Richtig cool. Das sieht richtig gut aus. Oh ja. Oh ja. Aber ich habe ein Problem, weil auf diesem Material von der Schablone, das ist jetzt nämlich so ein bisschen flüssig und das läuft mir jetzt gerade überall hin. Seid nicht zu blöd wie ich. Holt euch vorher Zewa oder Taschentücher. Ich hatte doch hier auch irgendwo welche. Ah, da hinten. Moment, ich krieg das hin. Ah, gleich mal noch ein gutes Feedback dafür. Es lässt sich schon allein mit dem Taschentuch sehr gut wieder abwischen.
Also ist die Oberfläche eigentlich doch ganz gut, weil ich vermute mal, wenn man ein bisschen Wasser drauf macht, beziehungsweise je nachdem, was für eine Farbe ihr verwendet, wenn ihr jetzt Acrylfarbe oder Ölfarbe nimmt, wird Wasser wahrscheinlich nicht reichen. Aber es lässt sich sehr, sehr gut wieder entfernen. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, weil je leichter es sich wieder entfernen lässt, oh guck mal, schön, desto öfters könnt ihr es wieder benutzen, weil ist ja klar, ne? Dann ist es nicht so schnell wasted. So, und was ich natürlich noch ausprobieren will, sind meine Schwämmchen, ob die auch gut sind. Dann nehmen wir jetzt mal die Herzen. Und die Schwämmchen. Ich nehme mir mal den mittelgroßen hier. Bei denen steht jetzt nur leider tatsächlich gar nichts dabei. Also das Einzige, was dran steht, ist halt Elko-Pinsel. Aber so was Reinigung betrifft, ich weiß nicht, ob es da eine gibt, ob man die überhaupt reinigen soll. Ich weiß nicht, ob die... Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, wenn man die öfters mit einer bestimmten Farbe, dass die dann auch irgendwann halt hart werden, so wie bei Pinseln und dann nicht mehr so wirklich funktionieren. Genau. Aber... Wir probieren das jetzt aus. Ich spray jetzt einfach mal mit der Lila auf das Papier, also auf das normale. Tunk meinen Pinsel dann da rein und gehe dann auf die Schablone. So. Einmal auf Papier. Pinsel rein. Ja, okay, ja gut. Ich habe gerade festgestellt, es stand ja drauf, auf den Farben schnell trocknend, ja. Aber dass es so schnell trocknet, dass ich noch nicht mal rein kann, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Gut, ich probiere es doch mal mit anderer Farbe. Was nehme ich denn da jetzt für eine Farbe? I don't know. Ja, nehmen wir mal einfach Aquarellfarbe, würde ich sagen, weil Aquarellfarbe ist noch am wenigsten schädlich für den Pinsel, kann man das so sagen? Und bevor ihr mich jetzt hier übelst kritisiert, weil ihr sowas öfters macht und ich nicht, ich mache das gerade zum ersten Mal. Also sollte ich den Pinsel etc. nicht artgerecht benutzen, es tut mir leid. Ich wusste es nicht besser. So, hier, Schwamm. Ja, okay. Ich glaube, fast Acrylfarbe ist nicht unbedingt die geeignetste Wahl. Das ist zu flüssig. Tatsächlich. Also, man sieht es, das ist jetzt gerade auch so ein bisschen unter die Schablone. Ich glaube, Aquarell ist echt zu flüssig. Also doch, Acrylfarbe. Aber ich habe Angst, dass mir der Schwamm halt kaputt geht. Wisst ihr, das ist halt so mein Das ist halt so das, wovor ich so ein bisschen Schiss habe, dass mir der Schwamm halt einfach kaputt geht davon. Ja, wieder abwischen, ja schön. Guckt euch das an, wie gut das weggeht. Wusch, alles verschwunden. Ja. Also das mit dem Sprayen hat echt gut funktioniert. Ich glaube auch, dass es mit dem Schwamm hier gut funktioniert, aber wie gesagt, festere Farbe, kein Aquarell am besten. Was ich jetzt noch probieren wollte, ist, da sehe ich gerade, hier hängt noch ein kleines Herz. Das sollte wahrscheinlich eigentlich nicht da hängen. Das ist ein Produktionsfehler. So, aber es lässt sich hier rausdrücken. Alles gut. Ja. Was ich jetzt noch ausprobieren wollte, war, wie gut das funktioniert, wenn man die Herzen so nachmalen möchte. Und deswegen habe ich auch meinen tollen neuen Stift. Und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Also Herzchen für Hintergründe, T-Shirt etc. Sollten jetzt auch kein Problem mehr sein. Ja, cool. Und auch Sternchen. Hier Sternchen. Ja,
Ja, ich glaube, damit kann man eindeutig sehr, sehr coole Sachen machen. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden, vor allem mit diesen Aquastiften. Die sind so gut. Es hat so Spaß gemacht mit denen gerade. Und ihr seht auch hier der Verlauf. Also so, so nice. ich glaube echt, damit lässt sich einiges machen. Und ich freue mich, dass ich das alles gekauft habe. Und ja, ich freue mich auch, dass ihr wieder mit dabei wart. Natürlich, ich freue mich schon auf eure Kommentare, ob ihr es vielleicht eventuell auch selber habt, so wie beim Grelando-Künstlermalkoffer, sagen ja viele gerade, sie haben den selber auch geholt, gekauft. Da sind auch die Reaktionen witzigerweise ganz unterschiedlich drauf. Einige sagen, ja, ist ja voll der Krampf, so wie ich. Einige sagen, ja, es ist ganz gut. Einige sagen, ja, was hast du daran auszusetzen? Ich bin immer der Meinung, das Beste ist, man probiert es selber aus. Natürlich kann man sich von Videos wie meinem Review hier in gewisser Weise beeinflussen lassen, sich ein erstes Bild davon machen, aber es ist natürlich immer auch irgendwo im Auge des Betrachters, ne? Und ich meine, in einem Kommentar hat jemand gesagt, ja, die Buntstifte sind zwar echt nicht so gut, aber für Make-up lassen sie sich gut benutzen. Also die vom Grelando Malkoffer. Muss ich ehrlich sagen, ich habe es für Make-up noch nie probiert, aber wenn du das sagst, werde ich es ausprobieren, weil wäre cool, wenn es funktioniert. Und ja, in dem Fall auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!